Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Odos Let's Play Aetna bricht aus. Das letzte Mal sind wir drauf gekommen, es ist gar nicht so einfach zu fliehen. Wir haben uns rund ums Haus mal umgeschaut. Wir haben festgestellt, wir können nur dann ins Haus, wenn wir das Auto von Dr. Marcel demolieren, weil dann nämlich der Chauffeur rauskommt, um das Auto anzuschauen. Jetzt haben wir allerdings, nachdem wir drinnen sind, das genau umgekehrte Problem. Wir müssen versuchen, rauszukommen. Bullseye. Oh. Das ist ja lustig. Ha! Bullseye. Und wieder haben wir Dr. Marcel getroffen. Ist ja lustig. Ich glaube, ich habe die Triple 20, die Triple 12, Bullseye. Wow, ich habe über 1000 Punkte. Mit einem Schlag. Na, nicht schlecht. Auf jeden Fall haben wir jetzt genau das gegenteilige Problem. Jetzt müssen wir raus und unten an der Stiege steht aber der Chauffeur. Das heißt, wir müssen irgendwie von hier aus. Ach, pardon, Herrschaften. Ich bin offensichtlich schon zu alt, um noch am Abend zu spielen. Wir müssen von hier, von innen aus den Chauffeur ablenken. Da ich mich erinnern kann, aus dem früheren Spiel, und vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, wenn wir uns hier einen Kaugummi nehmen und benutzen, dann spuckt sie ihn aus. Da kommt ja wirklich was raus. Buh, alt und ungenießbar. Tui. Seht ihr? Was ist das? Eine Alarmsirene? Das heißt, wir haben auf diese Art und Weise eine Möglichkeit, das Auto anzusprechen und unten am Chauffeur vorbeizukommen. Ha, die Türen bleiben offen. Sehr gut. Sehr gut. Haha. Klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Oh, nicht gut. Dann gehen wir von hinten. Ich will aber auch was zum Abendessen. Wieso kriegen nur die was zum Abendessen? Wieso nicht ich? Da ist ein Koch. Den habe ich auch überhaupt noch nie gesehen. Harvey, was hältst du von dem? Willst du mal mit ihm reden? Na gut. Oh. Was ist? Was sagt er? Er ist schlecht gelaunt, weil seine Rolle nur Grolllaute von sich geben darf. Oh. Verständlich. Oh, das heißt, wenn wir mit ihm reden, sagt er nur Grrr. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Grrr. Siehst du? Sicher ist sicher. Okay. Können wir ihm eine Gabel geben? Tauschen wir Messer gegen Gabel? Schon gut. Dann halt nicht. Tauschen wir Messer gegen Messer? Wollen wir die Messer tauschen? Meines ist zwar nicht so groß, aber. Schon gut. Dann halt nicht. Soll ich dir was über Dr. Marcel verraten? Grrr.
schon gut. Dann halt nicht. Okay, die Gespräche mit ihm sind vielleicht nicht ganz so toll. Speiseplan. Okay. Hey, wir können das herumtun. Nein, das nicht. Ah. Was, wenn wir da noch etwas ändern? Mokka-Pudding statt Brei. Ich habe keine Ahnung, was ich da tun muss, aber ich habe jetzt auf jeden Fall mal was geändert. Ich bin jetzt nicht so. Hey, da gibt es einen Trolley. Der war vorher nicht da. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Sollte es nicht eher in den Esssaal damit transportiert werden? Vielleicht spricht der Trolley mehr. Hallo? Jemand zu Hause? Hm. Unbewohnt. Umso besser. Harvey, was sagst du zu dem Trolley? Guck mal, Harvey. Das ist so ein Rollwagen für Geschirr. Drollig. Der ist ganz schön geräumig. Da hätten sogar alle meine Sachen Platz. Aber ich bin nicht hier, um den Stauraum zu testen. Nicht? Was machen wir dann? Der ist ganz schön geräumig. Da hätten sogar alle meine Sachen. Aber ich bin nicht hier. Ja. Reifen. Der ist ganz schön geräumig. Da hätten sogar. Aber ich bin nicht hier, um den. Okay, dann benutzen wir ihn vielleicht das mal. Könnte klappen. Echt jetzt? Doch, guckt gerade nicht. Da ist Roti und Moti. Und sonst noch jemanden? Oh, und ein Fuß. Hey! Psst! Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Hm, klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Ich habe einen Fluchtplan Zweitens ausgearbeitet. Musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch dir was Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Oh. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Okay. Ich verkriech mich dann mal wieder. Wir haben hier eine. Na. Psst, Roti, Moti, hier unten. Könnt ihr zufällig Reifen wechseln? Hm, klar. Zu zweit sollte das kein Problem sein. Wieso fragst du? Hast du einen Plan? Er formt sich gerade. Ich komme auf euch zurück. Okay. Nein, es ist unhöflich, über Mittag anzurufen. Okay, dann rufen wir nicht an. Schade, ich komme nicht durch den Schuh. Sonst hätte das ein großes Hallo gegeben. Oh. Tja, das ist ja wohl eindeutig. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Okay. Das heißt, wir brauchen zuerst. Wir haben einen Plan. Was redest du da? Wir nutzen den Trolley. Der Koch guckt gerade nicht. Ich habe doch einen Plan. Ich weiß, was ich tun muss. Wir machen das Auto fit und dann
und dann fahren wir raus. Hey! Psst! Okay, ich offensichtlich ist der Plan noch nicht gut genug. Na gut, dann schauen wir mal, ob der Schlüsselmeister schon da hinten ist beim Auto. Wie seid ihr hier? Haben wir letztes Mal freigelassen? Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Wieso sind die mal viel schneller? Hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt. Der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Starterkabel mit dem Typen. Das hier könnte uns sicher helfen. Wie clever von dir. Aber soweit ich weiß, braucht man zur Überbrückung eine aufgeladene Energiequelle. Vielleicht sollten wir lieber die Meinung eines Experten einholen. Also jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Zum Beispiel jemanden, der uns schon mal einen wundervollen Stromschlag gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ich mit dem nochmal über sowas reden will. Ich harke uns den Weg einfach frei. Das, meine naive Freundin, ist eine Idee für den Kompost. Der ist so realistisch. Das ist ekelhaft. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Wozu? Wagenheber? Vielleicht gibt es da hinten einen Wagenheber. Im Kofferraum von dem von der Limousine. Es gibt keinen Kofferraum von der Limousine. Hey, da ist ein Kaugummi. Der hätte uns schon. Der war ja vorher schon da, oder? Hey, wir haben den Kaugummi. Ist das widerlich? Ein Klassiker. Den bewahre ich mir für die passende Situation auf. Nein, da kleben schon welche. Ja. Offensichtlich war der Reifen bereits im Einsatz. Oder jemand ist uns zuvorgekommen. Lieber nicht. Ich will nicht, dass die Zickzackschere Karies bekommt. Unverzichtbares Arbeitsmittel für jeden Pannendienst. Das Kaugummi. Nein, versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Echt nicht? Können wir... Das wollte ich nicht. Wer war das? Na okay, vielleicht aber eh nicht so schlecht, weil wir sollen ja wegen der Elektrik nachfragen. Gehen wir mal rein und schauen wir mal, was der Alumann dazu sagt. Und da müssen wir ja darauf, weil er sitzt vor dem Fernseher. Alu, alte Socke. Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ja. Wir haben es schon fast geschafft. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alu-Mann rettet wieder mal den Tag. Ja. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür.
Okido, dann werde ich mir die Sache mal angucken. Na hey, weg ist er. Der Fernseher ist jetzt auch dreckig. Okay. Das ist interessant. Okay. Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Schade, dass nur ich ihn hören kann. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Ich hätte auch gern fleischfressende Zombie-Ponys. Zombie-fressende Fleischponys? Nein, wurscht. Reifen. Der Ersatzreifen guckt gerne Formel 1 Rennen. Das hätte ich auch drauf gehabt. Aber ich wollte etwas Bodenständiges lernen. Der Schraubenschlüssel liebt diese Sendung, in der Autos aufgemotzt werden. Ich bin ein West Coast Schraubenschlüssel, Mann. Das ist immer cool. Was schaut der Topf an? Kochsendungen. Der Topf mag Kuppelshows. Ja, Kuppelshows. Auf den Topf passt ein Deckel. Oh Gott. Ich bin fest davon überzeugt. Das ist auch nicht schlecht. Kochshows wären wahrscheinlich zu naheliegend gewesen. Gartenshows. Die Harke schaut ausschließlich Sendungen über Gartenarbeit. Wie unerwartet. Es beliebt mich zu sehen, dass auch Profigärtner nur mit Wasser kochen. Okay. Das Kaugummi schaut Comicserien. Die sind auch für Erwachsene. Ehrlich. Noch mehr Autosendungen? Das Startkabel mag Science-Fiction-Serien. Oh, Science-Fiction-Serien. Mein Herz blüht auf, wenn die Menschheit vom Maschinenwesen überrannt wird. Yes! Was schaut der Schlüssel? Der Schlüssel guckt gern PTV. Auf den verschlüsselten Sendern hat man ein viel breiteres Angebot. Der Kleiderbügel mag Styling-Shows. Ich weiß nie, was ich ansehen soll. Was denn? Shopping Queen vielleicht. Der Strohhalm sieht gerne Telenovelas. Telenovelas? Die sind vielleicht cool, aber ich mag sie. Die sind vielleicht cool, aber ich mag sie. Yay! Wisst ihr überhaupt, was Telenovelas sind, meine Lieben? Da kann ich leider nicht drauf rumkritzeln. Schade eigentlich. Was schaut das Messer? Das Messer guckt am liebsten Horrorfilme. Oh ja, na klar. Ich würde mich erst unterhalten, wenn Blut spritzt. Und die Gabel? Die Gabel mag gern alte Schinken. Ich stehe okay. Auf Filme mit Clark Gable. Clark Gable. Ja, ach Gott, was schaut das für Telefon? Das Telefon verpasst nie die Börsennews. Ich muss immer wissen, wie meine Kurse stehen. Mhm, das hat das von Juppie Jupsen übernommen. Die Zickzackschere mag Versöhnungsshows. Warum Versöhnungsshows? Ich erlebe schon beruflich so viele Trennungen. Ja. Die Cocktailkarte guckt nichts Spezielles. Sie zappt einfach nur. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Die Polizeimarke verpasst keinen Tatort. Unrealistisch, aber spannend. Der Ketchup guckt gerne Kochsendungen. Ah, das sind die Kochsendungen. Mal schauen, schaut der Senf das gleiche wie Ketchup? Der Senf liebt Castingshows. Castingshows? Ich bin verschärfend, die da seinen Senf dazu gibt. Oh, yes. Der Topflappen guckt am liebsten Talkshows. Kein Eisen ist mir zu heiß. Der Stift guckt am liebsten Romanverfilmungen. Aber sie gefallen mir nicht. Sie werden dem Buch nie gerecht. So, mal schauen, was mein Fußnagel schaut.
Der Fußnagel schaut gerne Thriller. Die sind so spannend. Ich könnte mich selbst abknabbern. Poloschläger? Der Poloschläger guckt am liebsten Tierfilme. Ich will es nicht leugnen. Ich mag Pferde. Captain Unbrauchbar. Captain Unbrauchbar guckt gerne Wer wird Millionär? Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Das stimmt. Da hat er nicht ganz unrecht. Okay. Dieses Bild in Ehren. Jetzt müssen wir wieder runterspucken. Damit wir wieder rauskommen. Und den Alumann mit dem Auto zugange lassen. Komm schon. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Noch immer. Alt und ungenießbar. Platsch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Edna. Das hast du gut gemacht. Was ist das? Eine Alarmsirene? So, gibt es da unten eigentlich auch noch irgendwas im Keller für uns? Ich glaube nicht. Schauen wir mal raus. Sprechen wir nochmal mit Aluman. Der soll uns sagen, was er braucht, um das Ding wieder in Ordnung zu kriegen. Wo ist er denn? Ist der Aluman noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Okay. Na dann, auf die Veranda. Da ist er ja. Die Ruhe weg. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Okay. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Okay, das könnte problematisch werden. Ach so. Positive Energie also. Naja, das... Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Okay. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie. Oder hier bleiben. Okay, das ist eindeutig. Wir wollen los, hopp. Hopp. Immer mit der Ruhe, Kind. Was heißt der Ruhe? Ich habe gehört, in der Garage. Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Ja. Und um den es ist eine kosmische Quiche. Brauche ich da eine ganze Kelle von... Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Schon wieder ein Star Wars Ding. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Qi aufladen.
Okay. Was auch immer das heißt. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Mhm. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Mhm. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht. Okay. Ich gehe dann schon mal. Schauen wir uns das mal kurz mit dem Zen-Garten an. Wir können nämlich diese Steine offensichtlich irgendwie weglegen. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Nö. Scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Okay. Also soweit ich mich entsinne, müssen die Steine circa so liegen, wie er auf den Bildschirm geschaut hat. Aber ich weiß, das war fürchterlich, weil so wie es auf dem Bildschirm ausgesehen hat, kriege ich das nie hin. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ja, das will ich wirklich. Ja. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Okay. Gehen wir da mal raus. Wir müssen uns das vielleicht nochmal oben anschauen. Aber für heute machen wir mal Schluss. Vielleicht schaue ich mir das auch an in der Pause. Weil noch einmal reinrennen und rausrennen, das müsst ihr euch echt nicht anschauen. Naja, okay, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, Herrschaften. Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht und auch mir eine schöne gute Nacht. Und schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.